Wussten Sie, dass mit dem Alter das Risiko steigt, an Brustkrebs zu erkranken? In Deutschland erhalten alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle 2 Jahre eine Einladung zum Mammographie-Screening, dem Programm zur Früherkennung von Brustkrebs. Brustkrebs ist bei Frauen die häufigste Krebsart. Die Zahl der Erkrankungen wächst im Alter. Während von 100.000 Frauen unter 40 lediglich 14 an Brustkrebs erkranken, sind es in der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen über 300. Gleichzeitig steigt die Sterberate. Früh erkannt ist Brustkrebs besser und schonender zu behandeln. Ursula van der Pol ist 50 Jahre alt. Sie hat eine schriftliche Einladung mit einem Terminvorschlag zum Mammographie-Screening erhalten. Sie hat sich entschieden, an dem Programm teilzunehmen. Der Deutsche Bundestag hat 2002 beschlossen, das Mammographie-Screening-Programm einzuführen. Grundlage bilden die EU-Leitlinien. Diese stehen für hohe Qualität. Ähnliche Früherkennungsprogramme gibt es auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Finnland, Schweden, den Niederlanden und Großbritannien. Die Mammographie, das Röntgen der weiblichen Brust, findet in speziell dafür eingerichteten Zentren, den sogenannten Screening-Einheiten, statt. Auf dem Land gibt es auch mobile Einheiten mit wechselnden Standorten, die Mammobile. Sie haben dieselben hohen Standards wie alle anderen Screening-Einheiten auch. Geht's in den Rücken rein? Mhm. Ziel der Untersuchung ist es, Brustkrebs möglichst früh zu erkennen, um ihn erfolgreich behandeln zu können. Die Kosten für die Untersuchung übernimmt die gesetzliche Krankenkasse. Für Privatversicherte gelten individuelle Regeln. Wir machen 4 Aufnahmen, 2 pro Brust. Muss die Brust einmal von oben drücken und auch einmal seitlich. Sie versuchen möglichst zu entspannen, dann ist alles etwas angenehmer. Ja? Okay, einige Frauen empfinden das Screening als unangenehm oder schmerzhaft. Anderen macht es wenig aus. In wenigen Minuten ist die Untersuchung beendet. In den Folgetagen betrachten 2 Ärztinnen unabhängig voneinander die Aufnahmen ganz genau. Die beiden arbeiten als Befunderinnen im Team Dr. Andrea Jachtmann, einer der über 150 programmverantwortlichen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Die Befunder und Befunderinnen schauen sich die Bilder Millimeter für Millimeter an und man sieht dann schon allein durch die Erfahrung kleinste Unregelmäßigkeiten, ähnlich wie eine Laufmasche in einem Stoff, sodass man dann reagieren kann und diese Klientin einer weiteren Abklärung zuführen kann. Professor Walter Heindl ist Leiter eines von insgesamt 5 Referenzzentren in Deutschland. Diese unterstützen die programmverantwortlichen Ärzte bei ihrer täglichen Arbeit. Die Röntgenmammographie ist weltweit wissenschaftlich die Methode, mit der bei Frauen ab dem 50. Lebensjahr belegt ist, dass mit dieser Früherkennungsmethode, mit dieser Bildgebung, sehr kleine, sehr frühe Brustkrebse entdeckt werden können und insgesamt eine Senkung der Sterblichkeit, das Hauptziel des Mammographie-Screenings, erreicht werden kann. Für die Frau bedeutet das in der Regel, die Brust kann erhalten werden und die nachfolgende Therapie ist sehr viel schonender, weniger aggressiv, in der Regel ohne Chemotherapie und führt dazu, dass diese an sich schreckliche Erkrankung komplett besiegbar ist. Das ist das große Ziel, was hinter Krebsfrüherkennung und auch hinter dem Mammographie-Screening steckt. Eine Screening-Mammographie hat wie jede medizinische Untersuchung Vor- und Nachteile, zum Beispiel die Strahlenbelastung. Die Strahlenexposition ist wie bei allen Röntgenuntersuchungen, so auch im Mammographie-Screening-Programm, immer ein Grund zur Sorge und ein Aspekt, der besonderer Beachtung bedarf. Im Screening werden ja sehr viele Frauen untersucht, um ganz wenige Kranke zu identifizieren. Frauen, die noch nichts von dieser Erkrankung wissen. Umso sorgfältiger muss die Dosis im Auge gehalten werden. Es kommt gerade im Screening besonders kontrollierte Technik, modernste Technik zum Einsatz. Einmal pro Woche findet in jeder Screening-Einheit die sogenannte Konsensuskonferenz statt. Dort besprechen Ärztinnen und Ärzte verdächtige Befunde.
Trotzdem ist mir das zu gefährlich. Es ist mehr, ja. Also im Grunde kann man sagen, dass 95% der Frauen, die bei uns waren, ein unauffälliges Ergebnis bekommen. Also man kann ihnen sagen, bei ihnen ist kein Brustkrebs festgestellt worden. Die Frauen, bei denen etwas gefunden wurde, werden dann nochmal an bestimmten Abklärungstagen zu uns eingeladen. Wir haben dann die Möglichkeit, C-Vergrößerungsaufnahmen oder Ultraschalluntersuchungen durchzuführen oder sogar eine Gewebeprobe, wenn das notwendig sein sollte. Ursula van der Pol hat die Untersuchung hinter sich. In etwa einer Woche wird sie das Ergebnis per Post erhalten. So viel können wir jetzt schon sagen. Bei ihr ist alles in Ordnung. Mehr Informationen zum Programm finden Sie unter www.mammo-programm.de.